Hey Leute, heute sind wir dann bei La Puda. Das ist so ein verlassenes Bar, so ein Lost Place. Und ja, ich dachte, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Ich habe ein paar Aufnahmen für euch gemacht. Wir sind gerade schon durchgelaufen. Es ist zum Teil schon echt schaurig hier mit den Zeichnungen und allem, was hier an diesem Ort dann quasi so zu finden ist. Aber ich denke, es wird euch gefallen. Und wir wissen es euch bis zum ersten Mal so richtig an einem Lost Place, um das einfach mal anzuschauen. Und ja, bis jetzt gefällt es mir total gut. Also es ist auch echt stark. Das war mal ein Spa und ist jetzt seit mehreren Jahren verlassen und steht leer. Mittlerweile gibt es relativ viel Graffiti und ziemlich viel Kunst hier drin. Und ja, schaut es euch jetzt einfach mal selber an. Die Aufnahmen kommen jetzt. Ach ja, stimmt, wir haben uns leider bloß ins Erdgeschoss getraut, in keine Stockwerke darüber, denn theoretisch wäre es noch 2 Stockwerke nach oben gegangen und auch noch in den Keller, aber wir haben es heute mal lieber sein lassen. Ist ja das erste Mal in einem Lost Place, man muss ja noch Platz nach oben für die nächsten Besuche übrig lassen. Also ja, wie ihr sehen könnt, ist es stellenweise hier auch immer mal wieder richtig gruselig. Hier mit irgendwelchen Zeichnungen. Es gibt immer wieder so Stellen, wo man denkt, boah, richtig krass. Gerade diese ganzen schwarz-weißen Zeichnungen, die seht ihr auch immer mal wieder hier als Aufnahme. Und ja, hier habe ich gerade direkt eine gefunden in dem Raum hier. Hier. Wobei, es ist ein bisschen zu dunkel. Es ist einfach richtig, richtig, richtig cool hier bis jetzt. Also mir gefällt es wahnsinnig und ich muss auch sagen, sowas hat schon was. Also wir sind hier gerade als Gruppe und ja. Ich bin ganz froh, dass wir tagsüber hier sind und nicht nachts. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich euch aus dem Ort hier noch groß erzählen kann. Es ist einfach bloß stark. Also einerseits waren auch ganz, ganz viele Schilder zum Anfang. Habe ich auch gefilmt mit Vorsicht, Betreten verboten, videoüberwachter Bereich, auf dieses und jenes aufpassen. Aber letzten Endes haben wir dann gedacht, komm, ich war noch nie in so einem Lost Place. Und ja. Ich find's schon cool. Also, ja, das glaube ich jetzt nicht so. Aber ich bin gerade schon ziemlich weggeflasht, weil mir gefällt einfach dieser gesamte Ort ziemlich gut. Es ist einfach auch irgendwie, ja, mit diesen hohen Gängen und allem. Es macht auf jeden Fall was her. Und naja, in Deutschland, man findet ja nicht wirklich Lost Places. Also mir fällt gerade keiner ein. Und ja, jetzt so in Spanien. Schon cool. Klar, ist ein bisschen schade, dass alle Texte, die an den Wänden stehen, dass man hier quasi nicht versteht, weil da dann, ja, halt, boah, guck mal, das ist auch ein ganz gruseliger Raum, oh, Moment, komm mal ganz kurz hier rein, hier, gerade hier solche Texte, es wäre halt cool zu wissen, was da genau steht und auch, ja, was das hier zu bedeuten hat. Ich werde mal schauen, dass den einen oder anderen vielleicht noch später mit dem Google-Übersetzer Versuch ins Deutsche zu übersetzen, aber ja, mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz starker Ort.
danke fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Like da, dann sehe ich, dass dir das Video gefallen hat, dann gucke ich, dass ich mehr in die Richtung mache. Wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, beziehungsweise immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch ein schönes Halloween. Das war hier sozusagen mein Halloween-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao.